Hallo und recht herzlich willkommen, Leute, wieder bei F1 2019 mit Mike in der Co-op-Multiplayer-Karriere quasi. Hi, ich schwitz. Kein Regen, wunderbar. Wir müssen schnell machen im Qualifying. Wir haben wenig Zeit. Ich muss nämlich gleich los, ja. Deswegen wir wollen das schnell beenden quasi, das Qualifying. Wir fahren eine gute Runde jetzt, perfekt, hoffentlich. Und direkt, dann, ja. Machen wir unser Auto quasi mehr oder weniger kaputt, damit das vorbei ist. Ja. Das Qualifying. Also Leute, das ist extra, wir wollen einfach ganz schnell das Qualifying rumbringen. Genau, Jan muss gleich los. Ja, auch spannender, ich muss gleich los. Und dann sparen wir einfach mega viel Zeit und schaffen das heutige Rennen noch. Sonst hätten wir heute kein Video gehabt für euch. Das ist natürlich unpraktisch. Also müsst ihr euch das jetzt... Ich muss gerade voll warten, bis ich rausfahren kann. Ja, weil ich... Also ich hoffe, ich kann jetzt einfach eine perfekte Runde direkt machen und dann... Naja, die perfekte Runde werden wir jetzt wahrscheinlich nicht direkt machen. Aber okay, halt mal ein bisschen also, Abstand. Ich mag zu dem Spanien Typen nicht, aber du hast jetzt auch deine ersten Punkte geschafft auf Aserbaidschan. Genau, ja, letztes Rennen erste Punkte bisschen geschafft. Überraschend, zwar nicht viele, aber immerhin. Wer das verpasst hat, unbedingt bei mir vorbeischauen. Allgemein unbedingt bei dem anderen vorbeischauen, also entweder bei Jan oder bei mir. Beide Kanäle nebeneinander öffnen, weil da könnt ihr das parallel schauen. Ganz genau. Ich bin gespannt, wie das dann mit unseren Reifen wieder probier ist. Mal den Typen hinter dir ein bisschen wegzuhalten von uns. Weil sonst kommt der nah. Ja, das ist ja egal. Und du musst sowieso ein bisschen Abstand zu mir gewinnen, also von daher. Ja. Ja, das ist nicht weiß, egal. Weil ich ja schneller bin als du. Arschloch. Ich sag euch Leute, eigentlich ist Spanien gar keine so scheiß Strecke für mich. Es ist zu warm, Leute, ich kann nicht mehr sprechen. Also ich bin mit Renault auf jeden Fall, glaube ich, in der ersten oder zweiten Runde rausgeflogen. Ich bin, glaube ich, erster oder zweiter geworden. Mit Renault bin ich allgemein besser gefahren, das ist halt ein anderer F1-Teil gewesen, mit dem war ich schon ein bisschen eingespielt. Jedenfalls hoffe ich trotzdem, dass ich hier was reiß und auch du was reißt. Also wir müssen jetzt endlich mal ein bisschen also krass Qualifying gut zusammenhalten. Also Qualifying war ich bis jetzt immer richtig gut, ich glaube, ich war bis jetzt immer erst am Qualifying. Ich weiß, was tatsächlich, glaube ich. Wir müssen jetzt mal richtig krass gut zusammenhalten. Also, good luck. Oh, hau eine gute Runde raus. Bei mir. Oh, die erste Kurve war so schlecht von mir, aber ist egal. Ich nehme es so, wie es ist. Ich werde ja wahrscheinlich zwei Gezeitete fahren. Deine wird, glaube ich, ein bisschen besser sein. Aber ich sehe ja sowieso. Nee, mein Start war richtig schlecht. Ich hoffe jetzt, dass ich einmal auch im Qualifying besser bin als du. Also du bist in Spanien besser, würde ich sagen, als ich. Das kann man doch nicht so sagen. Ich war. Ja. Ich habe es schon fast so geschafft, meinen Reifen abzufahren. Fast. Ich habe roten Frontflügel. Oh, jetzt musst du nochmal rein. Ja. Oh. Ja, dafür kann ich jetzt natürlich nicht. Das war wieder in dieser selben Kurve, ne? Ja. Wo du immer rausfliegst. Ja. Nice. Ich kann die Kurve nicht, ich weiß gar nicht warum. Ich dachte so, okay, diesmal klappt's, aber das hat ich nicht geklappt. Ich hab die Vorderbremskraft vergessen hochzustellen. Deswegen fahre ich gerade auch so schlecht. Ach. Ich weiß nicht, werde ich Erster? Stimmt. Hab ja noch nicht so viele gefahren. Nee, Dritter. Heftig. Naja, Hamilton und Vettel sind ja gefahren. Also zumindest sind die vor mir. So, schnell in die Box. Schnell in die Box und wieder raus. Zack, zack. Okay. Kurz die Karte abchecken. Okay, nach vorne kann ich. Habe ich Platz und muss ich auch ein bisschen Platz bei. Okay, ich glaube, wir haben sogar noch ein bisschen mehr Zeit. Jetzt auf einmal! Ja! Sie hat gerade nochmal geschrieben, das ist 1 Stunde 40 noch. Ah, dann ist ja gar kein Ding. Wobei Spanien ja immer recht lang dauert, ne? Ja, und ich muss ja auch halt. Ja, noch hinfahren. Halbe Stunde vorher los. Ne, wir machen das trotzdem so, ist ja. Also, ich fahre jetzt noch die, was ich jetzt gerade fahre. Das ist ja eine langsame Guard. Und dann nochmal eine schnelle. Und dann. Sag ich, küsst die Wand. Schönes Auto. Wer den Joke verstanden hat, raus. In die Kommentare. Das
zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Den Piepen habe ich hier in der Box gerade. Was soll das? Was piept hier? Die wollen nicht ein bisschen breaken. Erstmal Jan auf den Sack gehen. Wehe, das piept jetzt hier weiter. Das ist trimmen. Die wollen nicht trimmen. Ja, lass mal neu starten. Geht gar nicht. Lass mal neu starten. Oh, jetzt fährt so ein Idiot vor mir raus. Hinter dir. Nee, hinter dir ist noch so ein Spast. Keine Ahnung, wer das ist. Das bist du, oder nicht? Nein, das ist so ein Spast nur. Echt? Hä? Bei mir ist da keiner auf der Karte. Ach. Hä? Ja, ich kann gerade nicht gucken, wer es ist, weil ich gerade eine schnelle Runde fahre, aber da ist jemand. Ich bin das. Nein. Doch. Als ob er sich wieder despawned hat. Da war ein blaues Auto, also so ein blauer Punkt. Er ist aber bei mir ist da kein blauer Punkt. Ja, ich sehe es jetzt auch. Ich bin direkt vor dir. Aber dich meine ich nicht, weil ich habe deinen Punkt gesehen und dann kam noch ein hellblauer Punkt. Das kann ja jeder sehen, der in meinem Video war. Ich glaube einfach, mein F1 hat gerade irgendwie Bock zu spacken. Das war ja gerade schon bei Aserbaidschan so. Dass ich irgendwie in ganz vielen Situationen. Ist Geist, ey. Irgendwie einen Fail hatte, gebuggt, geleckt oder irgendwas. Okay, ich bin jetzt. Ach, mit deswegen bist du nur 9. geworden. Ja. Aber 9. mit 3 Punkten ist auch schon mal nicht schlecht. Ja, das klar. Das ist nett. Aber das war schon mal schlecht. Okay, das sollte die Bestzeit sein, die ich jetzt fahre. Die Runde. Ich hoffe, dass es sie auch bleibt. Oh, ich habe freie Bahn. So. Okay, 1,23. Ja, dann kannst du dein Auto die Wand. Junge, bin ich in die Wand. Das ist ja so crazy. So, dann kann ich gleich ein paar Bilder machen. Und dann fährst du in die Wand, Alter. Junge. Das machen wir jetzt immer so. Ja. Okay. Boah, ich habe auch nicht mehr viel zu trinken hier und ich verreck. So, ich mache jetzt extra vorsichtig in dieser Scheißkurve. Wie fährst du die Kurve? Wie kann man da überleben? Vollgas. RIP. Alter! Hä, ich habe gar kein Gas gegeben. Bin trotzdem. Ja, willst du einfach jetzt beenden oder was ist dein Plan? Ja. Weil ich habe jetzt. Wobei. Ja. Weiß ich nicht. Ja, dann hätte ich ja weiterfahren können. Alter. Ja, ich weiß. Das ist ja voll der Plan von dir einfach. Junge. Ich kann ja nichts dafür. Nee. Ja, ich weiß ja schon. Aber trotzdem, Mann. Als ob du jetzt nochmal in die Box und nochmal raus. Ich kann doch. Fahr einfach geradeaus. Ich bin da raus in der Kurve, obwohl ich gar kein Gas gegeben habe. Der Druck. Der Druck, mach es! Kein Druck. Als ob du es nicht machst, Alter. Und nachher fliegt der im Rennen raus und ich fahre bis zum Ende, weil ich gut bin. Und dann beschwert er sich. Leute, was ist. Jana Duplus hat. Was ist da passiert? Ich hab's gesehen. Gar nicht buggy, oder? Ich wurde von einem unsichtbaren Auto gerammt. Ja, weil die ganze Zeit irgendwie sich teleportieren. Die ganze Zeit. Auch okay, bei mir schon. Das war alles geplant. Ja. Ah, jetzt ist aber sichtbar, das war irgendein Renault. So, jetzt starte ich vom Platz 20. Ja, kannst du auch mal machen. Das Ding ist, du hast jetzt ultra die Strategie. Ultra, ja, richtig geil. Ey, ich starte zum ersten Mal vom Platz 1, Leute. Einfach mal einen Daumen nach oben dafür da lassen. Ja, bei Jans wie du und bei meinem. Wäre auf jeden Fall ganz sexy. Ultra die Strategie, die heißt, ich fliege in der ersten Runde wieder raus, weil die Kurve so häselig ist. Alter, ich fahr rot-gelb-gelb. Ich fahr weiß-gelb. Ja, das ist ja die gute Strategie, Alter. Was hast du für eine Zeit? 47,15. Ja, was für ein Hacker, Alter. Du bist einfach 10 Sekunden schneller als ich, 47,25 oder 24. Ich mach sogar 47,13. Ah, was scheiße. Hab ich jetzt wegen Benzin. Okay, 11 Sekunden bist du schneller als ich, wegen Benzin. Ja. Ja, du bist ja auch 10 Jahre vor mir. Ja, und ich gehst ja eh in die Box. Ja, das ist ja mit eingerechnet, du Bimbo. Hä? Stimmt. Dass ich nur einmal in die Box gehe. Haha! Was? Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber
Der Motor darf nicht zu heiß werden. Also das ist jetzt für ein Cheat. Sonst wäre ich ja nicht schneller als du. Deine Reifen sind ja viel besser als meine. Dass ich hier mit weißen Reifen überhaupt, also das. Immerhin kann ich vom letzten Platz. Bleib fast stehen. Sorry. Ja. Ich fahr jetzt mal schneller, wir müssen ja hier schnell machen, ne? Ja, ja, mach mal. Mach mal hin jetzt hier, ja. Die anderen fahren halt nicht. Also immerhin hier. Kann ich nicht überholt werden. Überhol mal ja. Alle und komm auch mal zu mir hier nach vorne. Geht ja eine Einführungsrunde theoretisch. So, ich zeige euch das, wie ich das gleich im Rennen mache. Lol. So, ich fahre jetzt nochmal die Kurve da schnell, so wie ich es im Rennen fahren würde. Mal gucken, ob ich. Also ich fliege in der Kurve auch manchmal raus. Und zum Beispiel wie jetzt, ich drehe mich. Aber manchmal nehme ich die so sexuell anziehend. Alter, was soll denn das jetzt? Ihr hättet auch immer. Wer ruft denn auf dem Festnetz an? Was ist das denn? Geil. Ich mute mich mal, falls da jetzt gleich ein AB kommt. Ich schneide es bei mir raus. So Leute, so mache ich das gleich. Wieso ist das denn nicht schon die erste Rennrunde? Ach, jetzt wurde ich zurück. Oh nein. Oh nein, jetzt habe ich auf Mager und alles. Kann man das. LOL, mir ist gerade jemand hin drauf gefahren. Kann man das nicht machen? Was im neuen F1-Teil. Hochstellen, nee. Geht ah, nicht. Wie dumm das einfach ist. Bottas hat mich ultra überholt, der fährt gerade in dir vorbei. Ja, ich hab's gesehen. Der hat richtig Spaß. Oh, Gasly. Ich habe auch richtig Spaß. Ich weiß. Aber ich habe mich gerade dann nicht gedreht, aber ich war auch ziemlich langsam. Okay, Kamera neu starten. Badusch. Viel Glück. Danke, kann ich gut gebrauchen. Danke, dass du mir auch Glück wünschst. Ja, sorry. Ich wünsche dir natürlich auch alles Glück. Schlechter Start. Ja, bei mir auch. Aber ich kann ja nicht überholt werden. Aber ich bin schon mal richtig abgeschlagen letztes Mal. Man kann einfach nicht absteigen. Kann einfach nicht überholt werden, oder? Geht gar nicht. Man fliegt immer raus, bevor man überholt wird. Toll. Ich habe richtig viele überholt und wurde direkt wieder von einem zurück überholt. Das ist geil. So, jetzt zeige ich euch das. Genauso wie ich es gerade gemacht habe. Komm. Zum Glück hat er mir okay, Platz gemacht. Nicht. Sonst es hätte klappt ich nicht. Fliegt nicht raus. Flieg nicht raus. Raus. Oh Gott, meine Reifen ist tot. Alter, nicht rausfliegen, sag ich. Scheiße. Dein Gehirn hat wahrscheinlich so gedacht, rausfliegen, rausfliegen. Alter, das ist doch so häselig. Du bist so ein Spaß. Wie ich jetzt wieder das ganze 33 Runden. Ich kann ja dann schon mal weggehen. Und Bottas backt sich. Warum gibt's jetzt ein Delta? Delta? Ja, hä? Oh Mann, das wollte ich nicht. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich auf Monaco. Junge, einfach ein halbes Qualifying und in der ersten Runde direkt raus. Richtig nice. Langsamer werden. Tschüss. Der ist negativ. Du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Es ist ein Safety Car, ne? Stimmt, ein richtiges, Alter. Ja. Okay, geht toll. Ich erleb's nicht richtig mit. Kann ich mal gleich geile Bilder von machen. Okay, ich muss gleich an die Box. Oder geh gleich an die Box. Wieso das? Ja, wegen Safety Car. Warum nicht? Es ist Safety Car, warum sollte ich jetzt nicht an die Box? Alter, weißt du, jetzt kommt Safety Car, was hast du gemacht? Ich bin einen hinten drauf gefahren, dabei ist mein Reifen abgeflogen. Du hast dich überschlagen manchmal, da kam einfach nix und jetzt kommt der Mercedes SLS. Hülkenberg, 5 Sekunden Strafe, schwere Kollision. Ja, hoffentlich machen die das jetzt ganz oft. Ach nee, das war wegen dir oder was? Ach egal. Nee, weiß ich nicht, wofür er die bekommen hat. Ich mache auf jeden Fall gerade richtig geile Safety-Car-Bilder. Ja, das glaube ich dir.
Mach jetzt einen. Ja, mach ich doch. Oh, Alter. Ja, fürs Thumbnail, Alter. Ja, war doch cool, oder? Ja. Schickst du mir? Norris und Hülkenberg haben beide eine 5 Sekunden Strafe. Ich hab nichts gekriegt, ne? Ich seh's nicht. Ist halt außerhalb des Bildschirms. Junge, jetzt dauert das Rennen noch länger. Ja, ich kann ja einfach schon vorher gehen. Ja, einfach. Egal, tschüss. Geh einfach jetzt schon lange. Lass mich sowieso schon verlassen. Wir führen ab sofort die Regel ein, wenn man raus ist, dann geht man einfach. Ja, ciao. Oh, du bist in der Box. Ja. Und ich überhole gerade das Safety Car. Gleich krieg ich eine Doppel-Go-Strafe. Richtig nice. Ich glaube, mich überholen jetzt alle. Ja, natürlich überholen dich alle. Ich hatte ja eine 2-Box und jetzt fahre ich auch eine 2-Box und hole die halt alle wieder ein. Das ist ja Safety Car-Taktik, ganz normal. Ganz normal. Ich fahre halt jetzt, im Spiel. Ich fahr halt jetzt weiß-gelb, aber das ist doch egal. Es juckt mich ja nicht. Safe kannst du mit weiß durchfahren. Nee. Ja, 30 Runden einfach weiß, oder? Bist du komplett lebensmüde? Guck, ich bin einfach schon wieder dran, ey. So schlecht, wie die sind. Oh mein Gott. Ich musste so hart bremsen, ich habe keine Vollbremsung gemacht. Hey lol, 18. 19. Wo ist der 20. Ja. Und was ist im Spiel? Aber jetzt kannst du keine Safety Car Bilder mehr machen. Also zumindest nicht vom Racing Point. Dann mache ich das so, dass es so aussieht, als wäre da so voll der Kampf, so als würdest du alle überholen gleich. Okay. Soll ich jetzt richtig krass in die Kurve reingehen? Ja. So ungefähr. Alter, das ist. Oh, das ist so das heftige Bild! Nice. Safety Car in dieser Runde geht rein. Ich seh's. Und das finde ich saugeil. Ich glaube, es war nämlich keiner an der Box außer ich. Alter, was ein Spaß. Wie er bremst. Junge, hier ist Fliegenteile. 5 Sekunden Strafe für Romain mich? Grosjean. Oh, ich dachte schon. Alter, also, fahrt doch, ihr Idioten. Alter, was ist das? Was sind das für geile Bilder hier? Ich weiß auch nicht, du musst mir die unbedingt schicken. Ja, mach ich auch. Nee, mach ich nicht, ich hab keinen Bock. Das finde ich nicht lustig. Ja, kann so der weggehen? Heftigen Sachen. Ich drück grad nur noch auf F12. Wow. Durchgehen. Jetzt geht's los. Jetzt. Erstmal runschen. In die Wand direkt. Oh! Geil! Hey! So, jetzt. Ich hab gar keinen Spaß, jetzt alle zu überholen. Könnt ihr nicht einfach an die Box? Das wird jetzt so Krieg. Romain Grosjean, der hinter dir ist, ist an der Box. Der hat auch so, eine Stop and Go, und der ne? Der Abstand zum Führenden, du hast 11 Sekunden Abstand, das heißt, einmal egal, wenn du jetzt Box, keinen überholst, jeder, der an die Box geht, überholst du. Aber die gehen ja nicht alle, weil die ja meist, viele sind auf Gelb gestartet. Es laggt, wie wenn es abstürzt. Oh mein Gott. Jetzt geht's weiter. Wie weißt du denn, wie es laggt, wenn es abstürzt? Ja, ich hatte gar ein Standbild. Ein Standbild? Ich warte bin mal, gefreezed. Ah, man kann gefahren. Auf schnellste Runde umstellen. Ja, ja. Wow. Okay, aber viele werden wahrscheinlich jetzt bald schon gehen. Also ich weiß nicht, wie lange konnte man mit Rot aushalten? 4 Runden, ja, dann werden... Ein paar werden jetzt, ein paar in der nächsten. Die ersten 9, so ungefähr 9 Fahrer werden jetzt bald gehen. Ja, aber diese ganzen Affen hier hinten halt nicht. Ja, aber die sind gleich ja nicht mehr hinten, sondern auch vorne. Ja, das hilft mir natürlich enorm weiter. Ja. Aber die werden wahrscheinlich noch nicht jetzt gehen, weil die Reifen ja nicht verschlissen haben. Es gab ja keine Reifenverschleiße mehr. Alter, F1 buggt grad so hart rum einfach. Ja, ich glaube, du wirst Erster. Ja, genau, oder? Ey, glaubst du nicht? Nee. Du bist als Erster gestartet.
Ja, das sagt alles aus. Ich möchte dich nochmal erinnern, dass du als Erster gestartet bist und ungefähr DNF hattest. Ja, ziemlich häufig sogar. Ja, das könnte mir auch passieren. Spanien ist ja nicht so die coolste Strecke. Ich sag nur, ich finde meine Verhältnisse geht sie. Also ich finde die definitiv... Du bist der größte Fan. Ich finde die definitiv einfacher als Baku. Ist einfach so. Diese Kurve finde ich auch häselig, aber... Baku? Ja. Von Mainz. Meine Football-Manager-Folge kommt übrigens irgendwann. Aber nicht jetzt. Ah. Gestern kam sie nicht, vorgestern kam sie nicht. Morgen kommen sie nicht, heute kommen sie nicht. Wahrscheinlich wäre so... Wäre vorgestern gekommen, wäre es auch komisch. Wahrscheinlich so Montag oder Dienstag oder so. Warum das? Ja, am Wochenende bin ich ja weg. Wieso hast du denn nicht am Donnerstag rausgebracht, so wie alle? Weil ich Prüfung hatte. Weil mich hat es ja auch nicht rausgebracht. Ich hatte Prüfung. Und hab's nicht geschafft. Okay, da sind welche an der Box. Was halt heißt welche? Alle? Warum ist eigentlich Verstappen noch kein DRS? Und Leclerc. Jetzt, dankeschön. DRS jetzt aktiviert. DRS ist wer? Jetzt aktiviert. Verstappen und Leclerc. Hä, wie? Wer? Wer ist das denn? Mann, dieser Giovannizzi! Leute, ist der nah! How close was that fucking shit? Ich zieh einfach rein, ist mir egal. Ramm ihn weg! Jetzt bremsen! Jetzt, ja, genau so. Ah, Raikön, mein Freund, ich bin wieder da. I'll be da. Back. I am back. Alter, ich habe meine Kamera gewechselt. Ich sehe gar nichts mehr. Oh, zum Glück kommt jetzt die Gerade. Ich habe anstatt auf RS hochstellen einfach auf X gedrückt. Lol. Ich glaube, ich muss Kamera ändern einfach. Ich muss Kamera. Kamera ändern einfach auf gar keinen Knopf legen. Und wenn sie sich mal von selbst ändert, dann muss ich einfach durchfahren. Richtig eine gute Strategie. Ja. Ist der erste immer noch so nah? Nee, ne? Die ziehen weg. 15. Die waren irgendwie nicht an der Box, Alter. Nee. Jetzt ist gerade Lando Norris an der Box. Ja, der ist ja kacke. Die ersten 6 haben rote Reifen und müssen jetzt eigentlich auch irgendwann mal an die Box gehen. Wahrscheinlich fahren die rot-weiß oder so. Was sind das denn für Assis? Die sind auf jeden Fall halt. Krass. Naja, also. Sind halt 6 Runden auf Rot unterwegs. Okay, warte, ich schraub mal ein bisschen zurück. Wir haben gute Chancen auf eine bessere Platzierung. Ja, du hast sowieso noch bis Platz 7. Wie gesagt, haben die alle gelb vor dir. Er hat gerade zu mir gesagt, wir haben gute Chancen auf eine gute Platzierung. Ja, geil. Weiß ich. Ja, hat er mir auch gesagt, als ob er das weiß. Ja, ich hab's dir schon vor ein paar Runden gesagt. Ja, aber als ob er das weiß. Ist ja richtig geil. Ja, ich hab ihm das gesteckt. Ja, das glaube ich dir sogar. Oh, jetzt gibt's ja DRS. Oh, ja, Oh, ja, ja. Ich will die eigentlich gar nicht überholen. Noch nicht. Warum sollte ich auch? Das. Damit ich mir dabei den Frontflügel wegfahre? Nee. Aber du verlierst dafür Zeit auf die Ersten da vorne. Vettel, Hamilton und Gasly und Sainz sind an der Box. Nice. 4 von den 6. Die anderen werden dann danach an der Box sein. Sein Gehen tun. Sein Gehen tun. Jetzt ist nur noch einer vor dir, der noch nicht an der Box war. Das ist der... Valtteri Junge, Bottas. Bremsen die, Alter. Was sind das denn für Idioten? Also das heißt, du kannst jetzt überholen. Soll ich? Ab jetzt musst du überholen, ja. Aber noch nicht hier, ist mir zu riskant gerade. Weil jetzt gerade die ganzen Kurven kommen. Oder du wartest halt noch länger, bis die Gelben an die Box gehen. Nee, ich muss ja dann auch nochmal. Die Gelben gehen ja mit mir nochmal quasi. Also die gehen ein bisschen früher als ich, aber ich muss ja dann nochmal gehen. Ja, ich lasse den Motor schon mal warm laufen, den V8 oder 12 oder so, keine Ahnung.
hoffe, dass ich die Startziel krieg. Ich weiß gar nicht, wie viele Zylinder Formel 1 Motoren haben. Keine Ahnung. Nehmen wir mal googeln. Zwei. Ein. Kann hinhauen, ja. Energie ist zum Ausgeben da. Energie ist zum Ausgeben da. Kaufen Sie jetzt Energie. Alter. Okay, jetzt schön ran. Schön ran, schön ran, schön ran, schön ran. Das ist nicht schön ran, aber es ist auf jeden Fall ran. Okay, jetzt gib Stoff, gib Stoff, gib Stoff. Als ob die auch so schnell sind. Warum? Ich habe Racing Point, ich bin pink. Okay, Bottas war jetzt auch. Ich muss hier mega abbremsen, das ist kacke. Aber ich kann nicht, ich komme hier nicht vorbei. Jetzt vielleicht. Ich bin gerade so konzentriert, das ist der Wahnsinn. Okay, Motorreglement seit 2014. So wird jetzt ein V-Motor mit 6 Zylindern, 1,6 Liter Hubraum. Ja, 1,6 Liter Hubraum und Monoturbolader verwendet. Geil. V6 schon schwach. Okay, jetzt dranbleiben. Ich bin gerade im Überholmodus. In Überhollaune auch. Und jetzt hier in dieser häslichen Kurve mitzunehmen. Klappt aber nicht, ich muss zurückstecken, egal. Der Russel! Vierter Platz! Der Russel ist es! Alter, ich habe gar keine Lust. Ich schwitze schon wieder 23 Runden noch vor mir. Es ist so warm gerade wieder. Du schwitzt 23 Runden? Ja, glaube ich, tatsächlich. Das heißt, glaube ich, es wird so sein. Ja. Komm, 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 der ist. Deine Rundenzeiten sind etwa eine Sekunde schneller als die deines Vordermanns. Wir sind jetzt gerade nur im Studio 31 Grad. Voll kalt. Ja. Ich freue mich auf die Eiszeit. Bei mir sind es draußen 24 Grad. Ja, das ist doch super. Also, aber ich draußen ist es auf. Heute wirklich nicht so warm gewesen. Ja, weiß ich aber. Es ja, du kannst ja aufmachen jetzt gerade, oder? Echt? Glaubst du? So hört man das mega. Weiß ich nicht, ich mach's einfach mal auf. Ja, ich weiß dich dann schon darauf hin. Okay, Leute. Lass uns jetzt einfach noch durchhalten. Einfach noch durchhalten müssen wir das. Ich meine, es sind noch 23 Runden. Das ist schon extrem viel. Aber wenn ich nicht crashe und das jetzt einfach so zu Ende fahre, dann hole ich die vorderen beiden noch auf. Alle müssen noch mal in die Box. Dritter Platz. Und dann könnte es laufen. So, ich guck mal, was die Rennleitung sagt, ne? Die Rennkommission. Rennkommission. Also, der erste Vorfall, Totalschaden, Yiannopoulos. Nice. Dann, Kimi Räikkönen, hier. Der hat nämlich die Verwarnung bekommen, Kollision mit Yiannopoulos verursacht. Nicht ich war das, sondern Kimi Räikkönen hat die verursacht. Aber hat dafür nur eine Verwarnung bekommen. Dann hat Hülkenberg, Norris und Grosjean haben jeweils für einen Crash sogar eine 5 Sekunden Strafe bekommen. Schwere Kollision. Alles drei. Bei mir war es nur eine leichte Kollision mit Kimi Räikkönen. Oder Kimi Räikkönen mit mir und dadurch ist mein Auto kaputt gegangen. Toll, danke. Das bockt, oder? Danke, Räikkönen. Ja, der ist auch ein Spaß. Der hat uns in der letzten Saison immer genervt. Weißt du noch? Ja, Vettel aber auch. Und Vettel hat mich ja jetzt hier auch schon einmal getötet. Ja, das war ja ein Bug. Was für ein Bug? War doch kein Bug. Doch, denke ich schon. Dass er mich getötet hat. War ich mal nur Spaß. Die Batterie ist gut geladen. Das ist einfach nur, das Spiel ist halt so geil. Ja.
Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,9 Sekunden. Hey, Hülkenberg und Kühat vor mir, was für Idioten. Aber rankommen tue ich irgendwie nicht so. Du solltest noch mindestens. Ist ja auch nicht notwendig. Bevor du Probleme mit den Reifen bekommst. Aber aktuell sind sie in gutem Zustand. Ob notwendig oder nicht, das ist ja relativ egal. Schön wär's trotzdem. Ich finde es aber ein bisschen krass, dass die Leute mit, die halt ab Platz 10 starten, wirklich so einen enormen Vorteil dadurch haben. Die sind ja echt eine Zeit lang immer da vorne. Das ist schon echt krass. Ja, eine Zeit lang, aber dann am Ende des Rennens halt nicht. Ja, weil sie scheiße sind. Ja, weil sie von Platz 10 starten. Es ist warm. Okay, ich lasse jetzt einfach mal Fett und fahre Benzin raus. Hab irgendwie so das Gefühl, Kühat hält Hülkenberg auf. Deswegen bin ich jetzt schon ein bisschen näher. Oh. Mach keinen Scheiß. Mein Auto hat mich bisher schon ein paar Mal geschleudert. Junge, die liefern sich auch wieder einen fetten Fight hier vor mir. Hülkenberg wieder vorbei, krass. Ne, noch nicht. Haha. Noch lange nicht. Weil jetzt mischt sich gleich so ein Mieke Let's Play ein. 12 Runden, also ich glaube so in 2-3 Runden oder so gehen die bestimmt auch in die Box. Junge, hier bin ich nah an dem dran, ich musste abbremsen einfach. Oder kein, der mit Gelb schon gewechselt hat. Der Gelb an Mann von Katar. Okay, das bringt nix. Wie er vorsichtig fährt. Ja, ich hab's schon oft genug erlebt. Ich bin jetzt so nah an den Rahmen, das könnte gut laufen. Junge, guck mal, was die machen. Die kommen hinter dir schon. Jetzt. Ja, und? Oh, jetzt. Da habe ich auch überholt. Da bin ich jetzt gleich gestorben. Da, zack. Da. Zack. Da ist er mir reingefahren. Zack und war weg. So, da war der Reifen weg. Eingemischt. Da war es hier, nee, hier war das. Wow, ja, das komm, war ja auch knapp. Der Nico. Ja, das ist auch krass. Oh, jetzt die Todeskurve. Ja. Ich weiß nicht, wie kannst du da so schnell durchfahren? Das geht bei mir nicht. Schnell? Nicht machbar.